like. So, und damit herzlich willkommen zu der vierten Folge von Minecraft Hogwarts. Ich habe mal die Gegend das ganze Schloss ein bisschen erkundet, habe auch ein paar coole Sachen gefunden. Also ich war bei den Stein des Weisens, ich war in der Kammer des Schreckens, aber das zeige ich alles mal. Also es wird interessant, die Folge. So, erstes Mal, Essen habe ich genug. Unser Haus hat leider am wenigsten Punkte, weil die Leute halt nicht sehr aktiv sind. Die Karte kennt ihr ja bereits. Wir haben es jetzt noch keinen Vertrauensschüler. Für uns ist halt Professor Dumbledore zuständig. Hier sind halt nochmal Unterrichtszeiten. Aber ich zeige euch erstmal, was ich alles gefunden habe. Also, gehen wir erstmal in den Gemeinschaftsraum. Der Gryffindors, der ist im Treppenhaus ganz oben. Ah, schon ein bisschen laggy wegen den ganzen Bilder hier. Ich muss ja auch den Shader ausmachen. Deswegen nochmal, tut mir leid. In der nächsten Folge gucke ich, dass ich den Shader wieder drinnen habe. Weil ich will schon mit um die 30 bis 60 FPS spielen. Ansonsten macht es mir ja keinen Spaß. Aber ich finde Minecraft Default auch nicht schlecht. So, sind wir gleich da. Schneller. Ach, kopflose Nick. Okay, Skin wird nicht geladen. Das Seegurke mal reinschmeißen. Öffnet sich das? Schicken wir es wieder, dann hoch. Gehen wir in die Jungschlafszene. Die Mädchen sind auf der anderen Seite. Da dürfen wir leider nicht rein. Ich bin Erstklässler, also dann hier. Da ist unser Vogel. Den Namen für den Vogel, da hat schon einen Kommentar reingeschrieben, aber es wäre schon nice, wenn mehrere reinschreiben würden. So, dann. Den Stein des Weisen und einen Basiliskenzahn haben wir schon mal. Und es sind gerade lauter Bücher, Pergament, Faunfeder, Smaragde habe ich genug. Jo, schon gehen. Das Verschwindekabinett. Achso, das zeige ich auch später noch. Hier habe ich eine Schatzkarte gefunden, aber ich kann sie nicht zuordnen, wo die hingehört. Also, irgendwie bin ich da oben rechts an dem Punkt, wo das ist. Ich weiß es nicht, aber finde ich bestimmt noch heraus. So, dann würde ich sagen, ich zeige euch mal den verbotenen Wald. Gehen wir mal zu Hagrid. Da brauchen wir halt die von Fluffy, die Flöte, damit er einschläft. Da ist der Teammate. Hallo. So, zu Hagrid. Wie bin ich da hingekommen? Cypher Flusser Patrick Dandy Portmore. Dafür, dass du mich niemals in einer kopflosen Jagd teilnehmen lässt. Du bist ja fast kopflos. Also von dem her. Ich glaube, das war hier. Oder? Nein. Irgendein Bild muss man reinspringen, aber ich weiß es nicht mehr, welches war. Bei der grauen Dame vielleicht? Nee, hier war Dumbledores Armee. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal runter ins andere Gebäude und gucken da mal nach. Ich glaube, die Flöte habe ich nicht mehr. Leider. Vierter Stock. Fluffy war im zweiten Stock. Ist nichts. Ja, dann müssen wir erstmal zu Fluffy und dann auf Fluffy geht es dann runter. Dann müssen wir halt eine Runde Schach spielen. Also, es ist wirklich 100% wie im Film. Ich finde es richtig, richtig nice. Mir macht es richtig viel Spaß hier. Und ja, wo war die Wand? Glaube ich hier. Ich bin jetzt Platz Nummer 8, bin ich jetzt. Platz Nummer 1, der hat Level 24 erreicht. Ich bin gerade mal Level 13. Aber ja, ich bin so gut mit dir dabei. Ich hoffe, dass, also ich will auf jeden Fall in dieser Reihe bleiben. Aber ich bin ja täglich auf dem Server drauf. In 3 Monaten ist nochmal eine Einschulung. Also glaube ich alle 3 Monate gibt es eine Einschulung und da kann man sich dann auch hier bewerben. Und halt mitmachen. Es sind recht immer viele Leute da. Also jetzt haben wir rund 13.30 Uhr mittags. Schon viele und abends ist halt noch mehr drauf. Ich bin Level 14, nicht Level 13. Ah ja.
Hallo David. So, dann jetzt zu den Gemeinschaftsräumen. Ich glaube, hier durch den Innenhof bin ich gegangen. Ist wirklich sehr, sehr riesig hier. Ich habe jetzt so viel erkundigt wie möglich, also erkundet wie möglich. Aber es scheint immer noch deutlich schwer. Fluffy, du musst irgendwo da sein. Denke ich doch mal. Ich glaube, wir sind wieder zurück, oder? Nee. Hier war auch nichts. Ich glaube, hier war was. Nein, leider nicht. Dann gucken wir halt mal im Schloss wieder nach. Also jetzt zeige ich euch erstmal, wo ich den Stein des Weisen gefunden habe. Dazu müssen wir erstmal zu Hagrids Hütte gehen und Fluffys Flöte holen. Große Treppe ging es da lang. Also gehe ich mal hier lang. Ne, ich glaube, hier ist falsch. Also ich gucke halt, dass ich täglich Videos hochladen kann. Es gibt halt wirklich sehr viel zu entdecken. Ich glaube, das meiste, also den größten Teil habe ich schon mal entdeckt. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also kommt jeden Tag was Neues, was man entdecken kann. Und Geschichte der Zauberei. Achso, morgen, glaube ich, ja. Morgen fängt die erste Unterrichtsstunde an. Da will ich auch dann dabei sein. Da steht der zweite Stock. Wo war Fluffy? Lass mal überlegen. Hier unten war es nicht. Da war es auch nicht. Also muss es irgendwo hier sein. Gucken wir erstmal hier nach. Irgendwo war ein Tunnelsystem, ein recht großes. Da steht verbotene. Irgendwo hier war die verbotene Bibliothek. Da habe ich mich jetzt doch verlaufen. Glaube ich eher weniger. Okay, der alte Pirat. Verbotener Wald, genau. Da wollten wir hin. Da kriegst du ja Kopfschmerzen beim Hochlaufen. Zum Außenhof, genau. Habe ich vorhin eine Kartoffel geschenkt gekriegt von jemandem. Das sind wirklich sehr, sehr nette Leute hier. Es macht wirklich sehr viel Spaß, auch mit denen zu reden, Sachen zu erkunden. Gerade wird auch der Discord-Chat wieder zugespammt. Aber es macht wirklich höllisch viel Spaß. Und diese XP bekommt man halt durch, wenn man halt Sachen erkundet und halt viel rumläuft, bekommt man halt diese Level. Und ich bin halt wirklich schon fast überall rumgelaufen. Ich bin stundenlang durch den verbotenen Wald gelaufen, habe da was gesucht. Scheint ein Weg zu sein. Laut der Professor von Professor Dumbledore hat es geheißen, wir sollen auf den Wegen bleiben. Ansonsten kriegen wir Punktabzug oder sogar eine Strafe. So, Fluffys Flöte war hier. Haben wir mal eine. Hier kriegen wir noch Snacks für Fluffy. Nehmen wir auch mal 6 Stück mit. Oder Fluffy Snacks, ja genau. Jetzt müssen wir zurück nach Hogwarts und Fluffy finden. Und bei Fluffy geht es dann eigentlich recht schnell bis zum Stein der Weisen. Luna Davies, ich liebe die Natur. Ja, wer liebt die Natur nicht? Ist auch richtig sehr aufwendig gemacht mit den NPCs hier. Also die haben alle auch versteckte Geheimnisse. Also man muss halt genau zuhören, was die sagen.
muss dann da hoch. Da geht's zur Krankenstation. Gucken wir mal, dass wir von da aus rüberkommen. Ne, da kommen wir zum gleichen Ort wieder zurück. Glaube ich mal. Genau. Ne, dann müssen wir wieder runter. Ach, da wird's nicht schwindelig. Und wenn man einen Stein des Weisen hat, dann muss man die mollende Myrte finden. Und dann kommt man in die Kammer des Schreckens. Ich laufe mal in die Richtung. Ist wirklich verzwickt wie ein Labyrinth hier. Ach, da hinten ist Professor Snapes, genau. Argus Flinch. Hallo. So. Zum Innenhof zu Fluffy. Fluffy war im vierten Stock. Das muss ich mir merken. Das kann sein, dass wir da öfters hingehen müssen. Ich habe halt Fluffys Vierte weggeschmissen, weil ich gedacht habe, das bringt's nicht mehr. Bibliothek und Fluffy. So, ah, guck, hier ist Fluffy. Sollen wir die Flöte reinschmeißen? Und dann geht's da rein. So. Hi. Batman. Genau, jetzt sind wir bei. Also, oben war Fluffy, wo Dumbledore war. Tun sogar das Kreis an. Wie klingt die Flügelschlange? Also, es gibt immer sehr viel zu entdecken hier. Ach, hier sind die ganzen Fledermäuse. Geflügelten Schlüssel brauchen wir. Ich glaube, der war hier. Genau, da haben wir den. Einfach hier hinschmeißen. Ich will aber wieder haben. Ne, den kriegt man nicht wieder. Jetzt müssen wir schnell machen. Also wenn der Druckbereiter drauf geht, dann verschwindet das kurz nach. Schnell rüber. Trink hier eine Flasche für den Rückweg. Okay, jetzt merken wir uns mal. Versucht das Rätsel wirklich ohne. Wirklich. Was? Wirklich zu losen und zu schummeln. Okay, dann lösen wir halt mal ein Rätsel. Professor Snapes Zaubertrank-Rätsel. Die Gefahr liegt vor euch, die Rettung zurück. Zwei von uns helfen, bei denen habt ihr Glück. Eine von uns sieben, die bringt euch dannen. Die andere führt den Trinker zurück durch die Flammen. Zwei von uns halten guten Nesselwein. Drei von uns sind Mörder. Wartet auf eure Pein. Wähle eine, wenn ihr weiter wollt und nicht zerstäuben hier. Euch helfen, was? Euch helfen soll ein Hinweis, davon ganze vier. Erstens, so schlau. Das Giftversteck mag sein, es ist immer zur Linken vom guten Nesselwein. Also, ich glaube, das ist auf der linken Seite. Zweitens, die beiden an den Enden sind ganz verschiedene Leute. Die beide an den Enden. Mhm. Doch wenn es weitergeht, ist keiner davon eure Freund. Also, ganz hinten links haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, also 4 raus, haben wir noch 1, 2 und 3. Drittens, wie deutlich sind alle verschieden groß, doch weder der Zwerg noch der Riese erhalten euren Tod. Mhm. Weder der Riese noch der Zwerg. Okay, das merken wir uns mal. Viertens, die zweite von links und die zweite von rechts werden Zwillinge sein. So verschieden so sind es erster Blick. Kann auch dreien. Zweite von links. Okay. Mittlere Größe, wellige Form. Mittlere Größe, schlanke Form. Winzig. Oh oh. Winzige Form, bauchig. Gerade, gerade. Mittlere und schlank. Probier mal das da. Ich hab die aus. Nein! Dann
Gehst du nochmal durch. Die beiden Enzen ganz, also ganz hinten schon mal nicht. Jetzt haben wir gerade den dritten genommen, dann müsste es der erste sein. Die zweite von links und die zweite von rechts werden Zwillinge sein. So verschieden sie auch schon. Ah ja. Zweite. Dann müsste es hier, glaube ich, die erste sein. Muss man jetzt mal das hier wegschmeißen. Also sie brauchen halt den Zaubertrank, um hier rüberzukommen. Mittlere, wellige Form. Und Direktschaden. Ich hab's doch, das Rätsel habe ich gestern rausgekriegt. Kann doch nicht sein. Es ist immer welches zu linken. Okay. Zweitens, die beiden Ents sind ganz verschiedene Leute. Also ganz ähnlich nicht. Dann muss es die zweite sein. Also war es doch die dritte. Winzige Größe, bauchige Form. Okay, ich glaube, da wurde was geändert. So, dann lass erstmal. Das brauchen wir nicht mehr. Feuerschutz brauchen wir, den nehmen wir gleich mal. So, und das kann weg, das kann weg, das kann weg. Jetzt können wir da durch. So, was kommt denn jetzt? Also das mit dem Rätsel, das war. Achso, hier gibt es noch eine Flasche. So. Ah ja, das Schachturnier. Ja, ich brenne immer noch. Bei Schachmatt. Ah ja, Schachmatt. Das heißt, es ist mal Schachmatt hier reinschmeißen. Dann komme ich da runter. Der Spiegel. Und, tala, wir haben den Stein der Weisen. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, die Leute prügeln sich wieder gegenseitig. Haben wir noch Feuerresistenz? 8 Minuten. Ah ja, dann passt's. Na 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 Batman oder Blackman. Ist wirklich sehr schön gemacht hier, aber das Rätsel, das interessiert mich noch ein wenig. Das war jetzt Direktschaden. Davon nehmen wir mal zwei Stück mit. Zack, zack, zack. Dann wieder zurück zu Fluffy. Zentibral. Ich glaube, damit hat mir die Tür aufgemacht. Yo, ich bin Fresh Dumbledore.
Dankeschön. So, dann gehen wir da raus. Die Mauern der Myrte, wo waren die? Da muss ich noch mal überlegen. Ich erzähle gar nichts, aber Professor Snape ist anscheinend einfach so ein toller Mann. Ja, Professor Snape ist schon nice. Hier ist schon ein Mülleimer, da können wir mal. Den Steinsalzen behalten wir. Halt, so Fluffy war es einfach recht einfach. Das war die zweite Treppe. Gleich im dritten Stock. Ja, das muss ich ein bisschen besser merken. Schreibst du mal besser auf. Jetzt mal gucken, was die Liste macht. Wo waren die da vorne? Ich bin immer noch Platz 8. Dann ist ja gut. So, wieder ein Anhang ist angekommen. Dann würde ich sagen, wir machen mal Schluss für die Folge. Nächstes Mal zeige ich euch, was wir mit dem Stein des Weisen machen müssen. Also müssen auf jeden Fall zur Mauer der Myrte und dort ein kleines Geheimnis lüften. Seid gespannt auf die nächste Folge. Wenn es gefällt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt runter in die Kommentare. Ich würde mich heftig freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.